Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Doppelspezialfolge Rocket League. Ja, die neuen Fahrzeuge. In der letzten Folge haben wir Supersonic Battle Cars irgendwie genau vorgestellt. die neuen Battle Cars vorgestellt, den Aftershock und den Marauder. Sehr geile Fahrzeuge. Der hat einen tollen Standsound und der hat einen. Warte. Der hier hat einen tollen Fahrsound. Chicken Wings. So, aber die sind jetzt nun Geschichte, zumindest für diese Folge. Denn in dieser Folge, wie jetzt Kümmern sich wir uns um angeben. den Esper und um den Masumano oder so heißt er, Masamune. ne? Genau. Genau. Auch zwei sehr geile Fahrzeuge. Ich würde sagen, da ich den Esper selber noch nicht gefahren bin. Fangen wir mit dem an. Bin jetzt Genau. schon gerade am Auftunen. Ja, Espa. Der sieht ein Doch. bisschen schmal aus, ne? Aber der hat coole Bewegungen, Ah, wenn man stimmt, im genau. Turbo und so. Genau, wenn man. Das Cockpit setzt sich ein bisschen ab irgendwie. Genau. Wenn er im Turbo ist, also wenn man Turbo aktiviert, dann klappt das hier so aus. Und dann, ja, das muss ich mal gucken, ob ich die Kamera dann in dem Moment richtig hingedreht kriege. Ja, das sieht man schon auf jeden Fall. So, Fahrzeug ausgewählt. Lackierung. Kaiju. Alter, das sieht ja mal geil aus. Boah. So Ah ein ja. Keukarpfen oder was? Ja, irgendwie so. Mausekatze. Ja, okay. Ist in Ordnung. Außer tot. Ja, Mausetot. Messerstecher, was? Wo ist denn da ein bisschen Messer? In deinem Okay. Hintern, meine. Sieht aber cool aus, die Lackierung. Neo. Alter, Neo sieht ja mal richtig geil aus, muss ich sagen. Das Hat gefällt was. mir. Pegasus. Sieht auch mega geil aus. Ich persönlich habe die Super F3, die finde ich echt krass eng. Oh ja, Super Die F3 hat was. sieht richtig geil aus. Ich glaube, ich nehme aber. Nehme ich Neo oder nehme ich Pegasus? Ich nehme ja Pegasus, weil. Ja, sieht geil aus. Hat auch was. So, nochmal in Blau zeigen. Zack. Das sieht Alter. fett aus, ey. So ein bisschen von Tron irgendwie, so Legacy Tron. Ja. Hat das was. Ich will aber Ja. ganz kurz noch was machen. Dann der Autos. Mal kurz in Kohlefaser alles machen. Obwohl der sich so ein bisschen fahren tut wie der, wie die Knutschkugel. Ja, das werde ich ja gleich sehen. Den Kleines bin ich ja bis bisschen. jetzt noch gar nicht gefahren. So, der Espa ist das hier, ne? Da gehören natürlich die Espa-Felgen dran. Ja. Sieht das heiß aus. Hart, hart. Da will ich aber gerne mal. Nehme ich Datenstrom oder Ion? Nimm Chicken Wing. Ah! Okay, da kann man es sehen. Wenn du die Raketenspur änderst. Wo, was da? Dann schaltet er, dann Ach klappt so, das ja, aus. genau. Ja, Da sieht klar. man das. Ach, und bei jeder Raketenspur ist es dann auch anders. Also das, was da Was? aufgeklappt ist. Ja. Bei Ionen Blau zum Beispiel ist das in der Mitte blau. Bei Ionen Gelb ist das gelb. Alter, boah. Ist schon mega. Ja, Hackwurst, mein Junge, Hackwurst. Ich nehme mal das hier. Ich nehme Konfetti, damit ich auch. Sandsturm? Was ist das denn? Aber hier sieht man schön, Raketenprobleme. wie der sich so aufklappt. Das ist so. Das ist. Das ist mit eines der geilsten. Optisch ist das echt krass, Optisch ey. Also das. krassesten Autos, ja. Etwas, das ist schon cool. Soll ich mal anfangen? Ja, kannst du gerne machen. Du bist ja jetzt noch in den Charom, ne? Charon. Ja, weil ich immer Showroom sage und das hört sich irgendwie an wie Charon. Charon Alter, Bordel. ich bin bald Level 37. Alter, die Farben sehen ja bei dir mal mega geil Was? aus. Ich hab dich gerade nicht verstanden, ich war so laut. Die Farben sehen bei dir geil aus. Ja, das passt irgendwie pervers zusammen. Ja. So, Alter. Mega.
Alter, der Sound! Ja, das ist futuristisch irgendwie ein bisschen, ne? Alter, will der Lutscher mir hier vor mir meinen, naja, 12er klauen? Boah, fast rangeflogen. Alter, also der Sound ist nervig, Boggy, und nicht wie er es halt hier vom. Den höre ich tatsächlich irgendwie. Was? Kaum. Der ist echt krass, ey. Oh. Aber bei mir klappt er sich irgendwie nicht auf. Oh, Alter. Ne, der klappt sich bei mir nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Warte mal. Oh, Alter. Wann war das nochmal? Ich glaube, wenn man eine bestimmte. Im Hyperturbo-mäßig genau. Ist oder sowas, ne? Ja, jetzt hat er sich aufgeklappt. Oh, Entschuldigung. Ach nee, das hast du nicht. Ja, genau. Alter, aber dann wird er ja noch lauter, die Dreckskarre. Lässt sich aber gut fahren, muss ich sagen. Ja gut, ist aber auch wieder das, ne? Dieses Phänomen, des Gefühls. Weil. Boah, Alter. Eine Parade. Was? Wo hast du denn eine Parade gekriegt? Ich hab den abgewehrt. Hör da auf, die Lava. Oh Gott, oh Gott, oh, oh Gott! Das war eine Vorlage. Eine saubere Vorlage. Ist aber geil. Gefällt mir sehr, das Auto. Passend dazu hätten wir eigentlich jetzt in die neue Neo Tokyo Map reingehen sollen. Aber ja, naja. Das Problem ist halt, das ist dieses Rocket Labs und... Rocket Labs ist scheiße. Ja, scheiße nicht, aber es ist, mir gefällt's nicht. Nö. Außer die eine Map, die neue jetzt da. Ja, die mit den, Pillar. Ja, genau, die ist geil. Mit dem Pimmel. Mit dem Pimmel da, zwischen da. Blalalalalala. Der Sound, Alter. Vor allem im Leerlauf ist das echt nervig. Wow. Das Lustige ist, das Auto so ausklappen, ohne einmal Turbo zu benutzen. Echt? Wie macht man das denn? Ja, mit dem Sprungturbo. Ach so, ja gut. Weil wenn man so nach vorne springt, dann kriegt man halt so einen Geschwindigkeitsboost. Alter. So kann man einen Turbo sparen. Nur mal zur Erklärung für die lieben Zuschauer. Alter, ist das euer Ernst? Die noch wenig sind, aber naja, es wird schon. Alter, das war ein Torschuss? What the fuck? Dieser Sound. Ich finde den irgendwie cool. Alter, wer hat mich denn da angelegt? Oh nein, ich bin am Tor abgebrochen. Sehr gut. Alter! Hört auf, immer den AMC Game zu hauen. Der Sound! Der ist fast schon nervig, Alter. Du regst dich auf über den von dem anderen, Alter. Reg dich über den hier auf. Oh, der war. Alter! Ach du. Was soll denn? Was war das denn gerade für ein Sound? Oh, ich sag ja, Alter, wenn du denn im Sprung bist und noch Turbo gibst, hört sich das Ding an, als wenn er gleich explodiert. Oh. Alter, ich finde den Sound geil. Hammerle. Wow. Was sauber. Hab leider nicht sehen können, ob da irgendjemand noch hinter uns ist. Alter, ja, das hasse ich an dem Ball, dass der so abspringt, weißt du? Das nervt, dadurch kannst du nicht an der Bande fahren. Wir sind so extrem, wie heißt das hier, Puck geschädigt, das ist echt eklig. Das ist so. Ich finde den Sound lustig. Oh! Boah, Alter, das ist auf jeden Fall ein harter Flieger.
Der macht zumindest nicht. Alter. Das ist schon heftig. Ja. Svenja, was am I, was am I? Alter, was war das denn? Oh. Eigentor. Ah, ich freue mich über diese neuen Autos. Oh, die sind echt cool. Boah! Da hätte ich niemals reagieren können. Also ich habe darauf reagiert, aber ich hätte das niemals. Alter, guck mal, wie die alle fliegen, Alter. Hier. Sag mal, wo sind wir gelandet, ey? Aber auch geile, Alter. Farbe. Naja. Dieser Sound ist echt nervig von der Karre. Ich geb den ganz zurück. Ich find's geil. Alter. Oh. Christo, Manisso, Bons, Schisto ist online. Nein. Ah, scheiße. Boah, schade. Alter. Oh, da, wie hat der denn reagiert? Das war ich. Nee. Oh. Oh. Was war das für ein Schwuchtelscheiß von unserem Mitspieler da? Ja, das war ganz blöde. Alter, wie ist der denn da mit einem Was hat der denn auf dem Kopf? Bestimmt Taubenscheiße. Komm, Hähnchen. Oh, schade. Was? Jetzt. Ja. Was ist da? Ach, die Kettensäge wieder. Also. Die sieht so komisch aus von der einen Seite, ey, von vorne. Oh. Auf Alter! Was soll jetzt den anderen, ne? Ja. So. Echt ein mega geiles Auto, muss ich sagen. Und das ist witzig. Irgendwie kam ich auch mit denen zurecht. Alter, das ist... Ich finde aber die Optik, DJ also, Sushi, Alter. Dass er so schmal ist, finde ich nicht ganz so dolle. Aber ansonsten sauber. Ultra geil. Muss ich sagen. Lalalala. So, Garage. Anpassen. Wo ist denn der? Masamune. Das letzte Auto von diesen Vieren. Ja. Der hat auch einen richtig geilen Sound. Komm her. So. DJ Sushi ist irgendwie ziemlich dezent, muss ich sagen. Hinten sieht es ganz gut aus, aber ansonsten Front ist irgendwie viel zu wenig. Gefällt mir nicht. Lauffeuer sieht eher aus wie Wellen. Passt zum Piraten. Ja. Otaku? So, Alter. Du Motherfucker, die. Bitte was? Ja. Otaku gefällt mir auch irgendwie nicht so richtig. Aber außerdem... Naja. Pistensau. Naja. Auch nicht so wirklich das wahre. Sterne. Die kennt man ja schon von anderen Fahrzeugen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und Streifen. Irgendwie hat der wirklich nicht so tolle Sachen. Okay. Ich finde das, weil ich weiß gar nicht, was habe ich? Ich guck mal kurz. Ich hab Lauffeuer, hab ich. Alter, die Rückleuchten sehen ja mal mega geil aus. Ja, das ist, ich finde das schon krass, ja. Ja. Nehme ich Otaku, weil das sieht irgendwie doch am besten aus. Ja. Ja. Mal die in die andere in einer anderen Farbe sehen. Echt geil. Sieht gut aus. Geil. Und die Felgen. So.
Masamune, die Felgen sehen irgendwie komisch aus. Okay, den muss ja, ich wollte gerade sagen, mach sie doch mal ran. Ja, ja. Ja, geht eigentlich, aber trotzdem irgendwie ein bisschen komisch mit den Dingern da an der Seite. Aber ansonsten optisch eines der heißesten Schlitten hier von den neuen. Naja, den finde ich nicht krass. Den stehe ich echt total. Aber der klappt sich leider auch nicht, leider nicht aus. Der hat einen geilen Sound. Ja, ja, genau. Sehr geilen Sound. Und das werden wir auch gleich hören. Hat der rissig genommen. Ja. Was mir gerade auffällt. Die Farbe von den Leuchten passen irgendwie nicht. Hätte blau sein müssen, aber nein. La 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 la. Hi, das hatten wir den schon heute. Nettes Bild hatte der da. Ja. Loi. Oh. Ich hab noch dieses Bild angeguckt von dem Typen da, Loi. Ist irgendwie keiner hingefahren, Harte Nummer. Alter, ein Rocketeer. Dieser Heides. Ein Bild. Was ist Rocketeer? Ach du Scheiße, wie kann man denn jetzt schon Rocketeer sein? Was heißt jetzt schon, aber... Der muss ja sein Leben lang spielen. Der Sound. Also der ist deutlich lauter als... Nee, nicht mal annähernd, ich höre den weniger. Alter, der macht ab und zu mal irgendwelche Spackungen in der Drehung irgendwie. Also ich glaube, die haben den noch nicht ausgereift hier, also die DLC-Fahrzeuge. Gerade ganz normal gesprungen und auf einmal macht er eine Drehung zur Seite und links. Ja, das ist doch normal. Nee, nicht wirklich. Wenn ich nichts drücke, also nur nach vorne drücke, dann nicht. Hilfe. Oh, Alter. Kam der denn hin? Ich glaube, wir haben hier gerade Top-Spieler. Ja. Wir werden richtig fertig gemacht. Aber egal. Merkt man auch, dass der Heiders, der ist nicht, zum Ball gegangen. Als ich... Oh, oh schade. War aber ein guter Versuch. Ja, die sind gut. Die sind echt gut. Alter, wie der und den, den wir haben, der ist behindert. Hab ich das Gefühl. Ich hab noch einen Punkt. Na gut, jetzt soll ich mal schnell sehen. Scheiße. Ja, weil ich daran vorbeigefahren bin. Du träumst da schon wieder. Oh, schade. Was war das denn? Alter, oh. Da hat irgendjemand in der Spiel... Ach, das bist du! Ja, ja Alter, da verkacken wir übertrieben. Was hast denn du denn für eine Raketenspur? Konfetti. Ach so. Alter, mit Drehung sogar reingekriegt den... Also das ist doch unnormal. Moment mal. Was für der Ball eine Drehung Spin gemacht? Nee, einen Spin hat er ja. Also. Ja, so wie beim Tischtennis, dass er dann auf einmal anders fliegt, weißt du? Was? Also, das ist schon übertrieben, ey. So was geht? Wusste ich auch nicht. Ich glaube eher, das war ein Lag. Nee, das hättest du. Das hat man noch gesehen, ne? Alter, was zur Hölle war das da gerade unter meinem Schreibtisch? Oh, Alter. Nennt sich Lümmel. Nee. Der Sound. Aber wie gesagt, der ist bei mir nicht so laut wie bei dir angeblich. Oh Gott. Alter! Oh toll, ich hab ihn weggekickt! Zieh dir das mal rein. Ich hab den Typen weggekickt, dann start den Ball. Oh Gott. Super. Er hat Katzenohren. Kitty Cat. Oh. Sehr gut. Alter, 4-0. Wir werden hier richtig fertig gemacht. Na gut, die sind aber auch wirklich echt super gut. Alter, gut, wenn das Rocketeer ist, dann macht man auch nichts anderes mehr im Leben, als wie heißt das hier, Rocket League spielen. Ja, ja. Unfassbar.
Man hat noch nicht mal geschossen und schon ist einer eine Fliege am Puck. Ist das überhaupt ein Team? Nee. Nee. Krass. Oh, Alter. Hört sich an wie eine Röhre gerade. Euer Ernst? Mit Leiter. Ich merk schon. Aber die sind immer unfassbar da, wo sie hin müssen. Also ich, das ist schon echt extrem krass. Ey. Unfassbar. Unfassbar. Waren die da zu zweit da oben? Zu dritt? Oh, Alter. Alle. Und oh, weißt du, wenn wir zurückgeflogen werden, also gefahren werden, ne, wären die alle drei auf einmal wie durch Geisterhand hinten gewesen. Ja. Also, schon komisch. Oh. Sowas hasse ich, Alter. Assis, die im Leben nichts anderes machen, als die erst hier ein Spiel spielen. Und dadurch echt zu, keine Ahnung, zum Entwickler vom Spiel werden, ne. Ich glaube aber, das Auto werden sie noch updaten. Weil der Sound ist echt sehr laut. Ja, bei dir ist er sehr laut, aber bei anderen nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es halt auch wirklich nur bei ein paar Leuten ist. Aber mich stört es eigentlich auch gar nicht. Nein, rede von nichts anderem. Mich stört. Weil das so ein lustiger Sound ist. Und drin. Unfassbar. Unfassbar. Genau zu den Typen hin und zack. Wie ein gewollter Pass. Ja. Das ist doch unfassbar. Die ganze Zeit dieses Kling, 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 Kling. Alter. Ich wurde von diesem Sound verfolgt. Oh. Ja, die haben echt Mitleid mit uns. Wieso? Der war doch ziemlich gut. Ja, yeah, aber guck mal. Achso. Oh. Die haben richtig Mitleid mit uns. Ach, Mann. Ja, da wollen wir richtig. Das war ein bisschen anstrengend. Bei dem Move sieht man auch schon, dass die wirklich perfekt sind. Ja, Alter, vor allem wie viele die spielen. Wir merken, dass die schon mindestens 15.000 Stunden gespielt haben, so nochmal, oder? Ja. Also, das können die mir erzählen, was sie wollen. Naja. Tschüss. Ja, nichts, ne? Abmoderation. Halt dein Maul. Bla bla bla. Also, das war's mit dieser. Jetzt ist er raus, naja. Hey, du bist raus aus der Gruppe, Alter. Ich hab noch mal eine Gruppe. Oh Mann. Naja, das waren die beiden Special-Folgen. Die Gäste, eine, also Teil 1 kam ja gestern raus. Und, ja. Ich glaube, ich sollte die Folge beenden. I don't hate him. Oh Mann, ey. Naja. Ja.
wenn was Neues gibt, neue große Updates zum Beispiel, wie das Neo Tokyo Update oder neue Autos, dann wird es wieder eine Special-Folge geben. Ansonsten geht's normal weiter mit dem Let's Play. Also, bis dann. Tschüss.